Das hässlichste Auto der Welt hat sich vermehrt. Wir hatten es eigentlich nicht für möglich gehalten, aber der European Puma scheint tatsächlich erste Abnehmer zu finden. Designed von Dr. K. European, einem Schönheitschirurgen aus Kalifornien, wurde das Auto erstmals auf der LA Motor Show im November 2013 vorgestellt. Die Firma hat jetzt im Sommer 2014 neues Promomaterial veröffentlicht, auf dem man den Puma auch in anderen Farben sehen kann als dem ursprünglichen Blau. In diesem Fall wohl nur eine Computereinfärbung, aber es scheint so, dass es tatsächlich Menschen gibt, die bereit sind, für dieses Auto, wenn man es denn so nennen kann, welches zumeist aus Buick-Teilen zusammengeschraubt wurde, 1,1 Millionen US-Dollar auf den Tisch zu legen. Umgerechnet sind das etwas mehr als 800.000 Euro. Da bleibt uns nur zu sagen, viel Spaß mit diesem exklusiven Gefährt.